Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und das ist der erste Part und generell das erste Mal, dass ich spiele, seitdem die Infants draußen sind. Woohoo! Das Ganze wird ein bisschen wild werden, weil die beiden Mäusis, die werden ja jetzt dann auch zu Infants. Wie genau wir das regeln, wann wir dann die Infants altern, das klären wir dann, wenn die Babys zu Infants werden. Aber ich habe bereits schon mal einen kleinen Blick in den Spielstand geworfen. Und es ist schon ein bisschen witzig, weil es wird einfach jedes Kind aufgelistet. Und ich will ja nichts sagen, aber guckt euch das mal an. Zwischendurch ist hier noch sowas zwischen, aber größtenteils ist das nur Baby bekommen. Und hier auch überall verliebt in die ganze Person, mit der wir was hatten. Und das ist schon ein bisschen witzig, bin ich ehrlich. Aber damit wir vorbereitet sind, wollte ich schon mal diese Betten kaufen. Ich würde hier einfach so eine ganz standardmäßige Crib nehmen. Hier noch und dann brauchen wir am besten noch eine. Können wir auch direkt daneben stellen. Perfekt. Ich weiß nicht, inwiefern wir diese Teppiche unbedingt brauchen. Aber ich finde sie ganz süß auf jeden Fall. Deswegen tue ich die jetzt erstmal hier hin. Und diese Babymatte, davon tue ich auf jeden Fall auch eine hier hinten hin. Ja, und dann gucken wir einfach mal, ne, ob ich dann noch irgendwas unbedingt brauche oder halt nicht. Die Babys werden am Dienstag gealtert. Also wir haben jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit, uns darauf vorbereiten mental. Die Kiddies gehen jetzt gerade zur Schule. Das heißt, Melody kann jetzt nächstlich noch ein ganz kleines bisschen um sich selber kümmern. Super effiziente Neugeborenenpflege, das wurde umbenannt. Und wir können die jetzt knutschen. Und die Pflege wurde jetzt extra noch gedingst. Spannend, spannend. Außerdem sehen die Babys jetzt ja ein bisschen anders aus, weil sie jetzt mehr Augenfarben haben können. Mehr weiß ich darüber bisher auch noch nicht so ganz. Also ich habe hier und da was natürlich aufgeschnappt, aber es ist noch sehr neu für mich. Deswegen, wenn ich hier noch irgendwelche ganz komischen Sachen mache, dann wundert euch einfach nicht. Oh mein Gott, ich glaube, das Heulen klingt anders. Oh mein Gott, ich glaube, das klingt anders. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Oh mein Gott, schrecklich ist das. Oh mein Gott, man kann den Anzug ändern. Wie süß ist das denn? Das ist definitiv neu. Süß! Und super effiziente Babypflege macht anscheinend nicht mehr dasselbe wie vorher, weil da hat es ja dann auch die Windeln gewechselt und so und das Essensbedürfnis gefüllt. I don't know. Anscheinend macht es das nicht mehr. Babys sind jetzt schon sehr viel anstrengender. Oh mein Gott. Und dann die Infants noch. Ich bin nicht bereit dafür, Leute. Aber die letzten 7 beziehungsweise plus die beiden, die dann ja auch noch älter werden müssen, also die letzten 9 Kinder quasi, kriegen wir schon irgendwie hin. Hoffentlich. Ah jo, wir haben jetzt ja auch diese Kompatibilität. Oh mein Gott. Das könnte noch anstrengend werden. Ey, die sind alle Zweierschüler geworden. Und die haben alle ein Projekt mitgebracht. Ey, ihr seid so cool. Ah ja, die kriegen jetzt ja auch normale Fähigkeiten. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Oh mein Gott. Es ist alles so großartig. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Die haben an ihrem ersten Schultag irgendwelche Sachen gemalt. Oh mein Gott, ist das süß. I mean, look at it. Ist das immer dasselbe Bild? Aber süß. Das neue Babyschreien macht mich richtig kirre. Das ist ja noch schlimmer als das vorherige. Oh, Kinder können jetzt auch die Babys altern lassen. Das ist good to know. Marlon und Cindy möchten Spaßvögel sein. Gerne. Oh mein Gott. Die ganzen Windeln liegen jetzt auf dem Boden. Ew. Disgusting. So, ihr macht jetzt alle noch eure Zusatzhausaufgaben. Und dann wird das hoffentlich morgen was mit euch. Dann wird das nämlich wieder eine lange Cars-Runde, weil ich dann auch zum ersten Mal die Infants im Cars sehen werde. Ich bin so gespannt, Leute. Aber ich habe das Gefühl, das Spiel läuft seit dem Update viel, viel flüssiger. Also dieser Spielstand ist ja eigentlich so richtig laggy. Aber eigentlich geht das heute richtig gut. Also anscheinend haben sie entweder was optimiert oder es ist einfach Glück. I don't know, aber ich beschwere mich nicht. Aber sie sieht so gut aus in dieser neuen Unterwäsche. I love it. Hier kommen die ganze Zeit irgendwelche random Leute in mein Haus. Excuse me. Juli hat einen lockeren Zahn. Oh. So, dann würde ich sagen, wird es auch Zeit, um die dann mal zu altern. Weil es ist jetzt Dienstag, you know. Es hat jetzt ja auch eine neue Animation bekommen. Schauen wir mal. So, Happy Birthday. Oh, das kommt, da kommt dann direkt noch so eine Matte. Oh, interessant. Hello, Dylan. Dylan ist vorsichtig. Diese Sims mögen Vertrautes und gewöhnen sich nur langsam an neue Erfahrungen, Orte und Sims. Okay, also die ganzen Merkmale kenne ich ja noch gar nicht, deswegen ich bin sehr gespannt. Oh,
direkten Meilenstein freigeschaltet. Interessant, weil das ist das, was ich euch erzählen wollte. Ich wollte das so machen, dass wir in jedem Bereich einen Meilenstein erreichen müssen. Und dann dürfen wir die Kinder altern, also die Säuglinge in dem Fall. Also quasi eins in Sozial, eins in Leben, eins in erste Male, eins in Grobmotorik und eins in Feinmotorik würde ich dann halt auf jeden Fall gerne haben, sodass wir dann halt in jedem eins haben, weil ich finde das am sinnvollsten. Ich würde das dann auch erstmal so handhaben. Also könnt ihr mir ja sagen, was ihr davon haltet, aber ich glaube, das ist am schlausten, weil die haben ja, glaube ich, noch keine Fähigkeiten oder sowas. Deswegen, wie soll man das halt sonst machen, finde ich. Und dann ist das vielleicht noch mit am sinnvollsten einfach. So, dann lassen wir unser anderes Kind auch altern. Happy Birthday. Da muss Melody sich natürlich dann auch drum kümmern, damit die dann auch mehr lernen können und so. So, Pete ist zappelig. Diese Sims sind ständig in Aktion und möchten spielen und sich bewegen. Sie haben jedoch häufiger Einschlaf- und Konzentrationsprobleme. Interessant. Marlon hat auch einen wackeligen Zahn. Der hat auch direkt einen Meilenstein freigeschaltet. Ihr seid solche Süßis. Aber soll mir recht sein, dass manche Sachen vielleicht ein bisschen einfacher gehen erstmal. Ich kann mich nicht vorstellen. Oh mein Gott. Das ist doch absolut schrecklich. Naja, wir lesen diesem Kind jetzt erstmal was vor und hoffen, dass wir uns dann mit dem anfreunden können, damit das halt hier funktioniert. Weil sonst ist das doch richtig dumm. Was ist seine Mission jetzt? Essenszeit. Das ist absolut schrecklich, Leute. Ich kann mich nicht bei denen vorstellen oder so. Und ich kann aber auch nichts mit denen machen. Macht es einen Unterschied, wenn ich das hier auf 100 setze, frage ich mich. Da steht immer noch, bitten vorgestellt zu werden. Das ist absolut schlecht. Ja, Pete, ich würde dir gern Essen geben, aber ich kann nicht. Also ich werde es jetzt nicht so weit kommen lassen, dass die jetzt abgeholt werden oder so. Also zur Not cheate ich denen halt die Sachen hoch, weil was soll ich tun? Ja, ich würde ihn ja gern füttern, aber es geht halt nicht. Also anscheinend liegt es irgendwie an diesem Merkmal. Also ziemlich viele sagen auf jeden Fall, dass es an diesem komischen Trait liegt. Deswegen, ich lösche das jetzt einfach mal und lade nochmal neu ins Spiel und gucke dann. Eigentlich wurde das wohl gefixt, aber I don't know. Ich müsste das immer noch machen. What the fuck? Also ich cheate den auf jeden Fall erstmal Bedürfnisse hoch. Bei den Toddlern konnte man sich ja zumindest wieder vorstellen, aber das funktioniert halt hier nicht. Wenn man die zurücksetzt, passiert auch nichts. Ich habe halt ernsthaft gar keinen Plan, was ich tun soll, ne? Das Ding ist, so wird sie sich halt auch nicht automatisch um die kümmern, ne? Und ich habe jetzt ja auch nicht die Sicherheit, dass es dann funktioniert, wenn wir dann die nächsten Kinder kriegen. Ja, mit dem Vater können die theoretisch interagieren. Süß, sie sind voneinander fasziniert. Das nenne ich Geschwisterliebe. Warum kennt er denn Eva? Hä? Ja, aber so können die natürlich auch keine Meilensteine erreichen, ne? Cheat ihn mal kurz zur Runde hinzugefügt wird. Treffen wir uns mal hier. Vielleicht kümmert er sich ja um die. Man kann ja auch so Übernachtungsbesuch. Weil dann kümmert er sich zumindest vielleicht um die. Wir können uns jetzt vorstellen lassen von ihm. Das ist ja auch schon mal gut. I hate this. Ah, wir haben Einserschüler. Toll. Ich liebe euch. Wow, und die beiden freunden sich einfach an, indem sie nebeneinander liegen. Toll. Also er kommt mit seinem Koffer erstmal hier rein. Sehr schön. Jetzt hat sie halt ihr komisches Trait nicht mehr, aber ganz ehrlich, scheiß drauf, Leute. Also, jetzt lernt euch mal kennen. Dann müsste sie ja ab jetzt auch mehr machen können, oder? Ja, sehr schön. Sie kann auf jeden Fall mehr machen. Und jetzt müssen wir ihn einmal aufwecken. Und dann müssen wir da genau das gleiche machen. Kuchen freigeschaltet. Woo! Das ist schon mal sehr toll. Bitten vorgestellt zu werden. Okay, also zur Not müssen wir anscheinend einfach den Vater der Kinder anrufen. Und der lässt uns dann hier... Der hilft uns dann, die Kinder kennenzulernen. Sehr gut, dass wenigstens das funktioniert. Liebt es, gehalten zu werden. Süß. So, und die anderen Kiddies, die können jetzt ihren Geburtstag feiern. Happy Birthday to you. Yay, und du bist korrekt. Hohes Selbstbewusstsein, sehr cool. Er möchte einen Seelenverwandten finden. Und die nächste, bitte. Eigentlich können wir diese Übernachtung dann schon wieder abbrechen, ne? Ciao. Ich wusste ja nicht, dass das dann so einfach geht. Happy Birthday, my girl. So, und sie... ist Kind des Meeres und möchte eine vertrauensvolle Nachbarin werden. So, und zu guter Letzt. Happy Birthday to you. Wie oft möchtest du noch um den Tisch rumlaufen? Ja, ich glaube auch. So, und sie ist ein Tierfreund und möchte Bestseller-Autorin werden. Oh, Pete hat auch Goren freigeschaltet. Yay! Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass das jetzt doch irgendwie funktioniert hat, ne? Ich meine, jetzt wären die ja auch Teenager gewesen. Jetzt hätte das wahrscheinlich auch funktioniert. Die können auf jeden Fall alles mit denen machen. Aber dennoch,
ist es ja mit der Mutti besser, ne? Also normalerweise würde ich jetzt nicht mehr das machen, Umstyling. Eigentlich wäre es schon zu spät dafür. Aber ich brauche das jetzt, ja? Ich habe es euch versprochen und außerdem habe ich da Bock drauf. Und ich habe mich jetzt viel damit rumgeschlagen, dieses komische Problem zu lesen. Deswegen darf ich jetzt auch mal ein bisschen Cast chillen, ja? Stellen wir jetzt nochmal schnell den Kuchen in den Kühlschrank. Meine Kamera hat leider den Geist aufgegeben, aber mit der süßen Melodie hier vorne, die noch ein bisschen überfordert zu sein scheint mit dem Ganzen, beenden wir dann jetzt hier auch den Part. Wie immer lief es nicht immer ganz rund mal wieder, Infants und so, aber das habe ich ja schon direkt vorausgesagt, als die direkt angekündigt wurden. Aber ich glaube, es wird auch irgendwie süß und lustig. Die letzten paar Kinder schaffen wir dann auch noch mit ein paar mehr Hürden, würde ich sagen. Außerdem haben wir dann länger was vom Projekt und dagegen habe ich auch nichts. Alles wird schwierig sein, dem Ganzen Goodbye zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und tschüss!